Unter den Dokumenten, die einige armenische Kreise als Basis für die Völkermordbeschuldigung benutzen, befinden sich die Memoiren von Henry Morgenthau. Er diente als US-Botschafter im Osmanischen Reich während der Jahre 1913 bis 1916. Während seiner Dienstjahre waren seine Nachrichtenquelle die protestantischen Missionare, die in Anatolien für die Bordmission arbeiteten. Daneben waren seine Hauptassistenten osmanische Armenier, die als örtlich rektorierte Beamte rektoriert waren. Die Morgenthau-Story ist kein Bericht an das amerikanische Außenministerium. Es handelt sich um ein Buch, das im Nachhinein geschrieben wurde. Als die Briten die osmanischen Türken in Malta inhaftiert hatten, fragten sie beim amerikanischen Außenministerium nach, ob sie irgendwelche Berichte besäßen, die ein Massaker aufzeigten. Der Abteilungssprecher antwortete, dass sie so etwas nicht hätten. Das ist also etwas, was Morgenthau schrieb. Und alles, was er berichtete, erlebt er nicht als Augenzeuge mit. Und deswegen ist es Gegenstand großen Zweifels, vor allem deswegen, weil seine Hauptassistenten in jener Zeit Armenier waren. Die Persönlichkeit und die Aktivitäten von Morgenthau wurden sogar in seinem eigenen Heimatland als fragwürdig angesehen. Anstelle seiner Memoiren wurden die offiziellen Berichte des nachfolgenden US-Botschafters Admiral Bristol als Basis genommen. Bezüglich Admiral Bristol. Er schrieb Berichte, aber sie überschnitten sich nicht notwendigerweise in der Zeit mit Morgenthau. Aber er gab an, dass es diese erfundenen Massaker wären, die absolut falsch seien, aber als wahrheitsentsprechend angepriesen würden. Da gibt es nun also zwei absolut unterschiedliche Ansätze in dieser Zeit, und ich persönlich denke, dass Bristol mehr am Boden der Tatsachen verhaftet war als Morgenthau. Wenn ich also einem mehr Gewicht als dem anderen verleihen sollte, würde ich dieses eher Bristol als Morgenthau geben. Eine andere Quelle, die für die Völkermordsbeschuldigung benutzt wird, ist das sogenannte Blaue Buch. Das Blaue Buch ist eine Veröffentlichung des britischen Propagandabüros. Die Briten richteten ein Propagandabüro während des Ersten Weltkrieges ein. Dieses Büro gab zahlreiche Bücher, Broschüren und Kommuniqués zum Zweck der Propaganda heraus. Die Publikation, die als Blaues Buch bekannt ist, ist nur eine von ihnen. Mavi Kitap, Toynbee tarafından yazılmış değildir. Das Blaue Buch wurde nicht von Toynbee geschrieben. Toynbee gab es heraus. Das Buch ist eine Kompilation von Nachrichten aus verschiedenen Quellen. Keine Zeitung hatte Vertreter in der Gegend während des Kriegs. Das sind alles fingierte Nachrichten. Sie nahmen nicht Abstand davon, sie herauszugeben, als wären sie Ereignisse, die sich wirklich ereignet hätten. Das ist es, was das Blaue Buch ist. Das Blaue Buch wird in vielen armenischen Kreisen als Dokument benutzt und dies wegen des renommierten Namens von Toynbee. Auf der anderen Seite ignorierten sie tausende von Dokumenten und Publikationen, die die Grundlosigkeit dieser Anschuldigungen beweisen. Heute sind viele Dokumente und Informationen in verschiedenen Bibliotheken bedroht. Es ist ziemlich komisch, dass alles, was man findet, für Armenien ungünstig ist. Und dass alles auf mysteriöse Weise aus den Archiven oder einer Bibliothek verschwindet, nachdem man es gefunden hat. In armenischen Schulen außerhalb der Türkei säen sie immer noch Zorn und politisieren Hass. Sie füllen Hass gegen die Türken in die jungen Herzen. Das negativste Element ist die Anstrengung, die unternommen wird, um alles vom öffentlichen Stundenplan fernzuhalten, das mit dem Unterricht der Fakten und Argumente zusammenhängt, die den armenischen Völkermord in Frage stellen. Sie versuchen dies absichtlich im öffentlichen Schulforum zu unterdrücken. Der berühmte amerikanische Historiker Professor Heath Lowry bewies, dass die Hitler zugeschriebene Aussage »Wer erinnert sich heute noch an den armenischen Völkermord?« unwahr ist. Professor Justin McCarthy bewies mittels Dokumenten, dass die Armenier keinem Völkermord ausgesetzt waren, sondern dass die Armenier gegen die Türken Völkermord verübten.
69 amerikanische und kanadische Wissenschaftler veröffentlichten 1985 einen Brief in Tageszeitungen wie Washington Post und New York Times, in dem sie zum Ausdruck brachten, dass die Vorfälle von 1915 kein Völkermord gewesen waren. Diese Wissenschaftler wurden wiederholt von Armeniern bedroht. Der amerikanische Richter Samuel Weems war der Letzte auf dieser Liste. Sie bombardierten das Haus des Professors in L.A., genau in der Mitte eines Landes, das das Land der Freiheit genannt wird. Aber das war noch nicht das Ende. Angriffe auf McCarthy begannen. Professor Shaw, dessen einziger Fehler war, darin bestand, historische Fakten zu offenbaren, konnte unserem Ansuchen nach einem Interview nicht Folge leisten, weil sein Haus bombardiert wurde und armenische Drohungen kein Ende fanden. Ich bin mir der Berichte und Dinge bewusst, die Professor Shaw zustießen. Natürlich ist jeder Versuch, Gelehrte einzuschüchtern, damit diese gewissen historischen Tatsachen nicht auf den Grund gehen, sensibel und sollte nicht toleriert werden. Sogar im 21. Jahrhundert setzten fanatische armenische Nationalisten ihre Bemühungen fort, den Fortschritt von Frieden durch Blut und Gewalt aufzuhalten. Die Parlamente von westlichen Staaten, die verschiedene Ziele verfolgen, versuchen den türkischen Staat mit Völkermordsanschuldigungen unter Druck zu setzen. Trotz allem haben die Armenier und Türken ihren Wunsch aufrechtzuerhalten, zusammenzuleben und zusammen eine Zukunft aufzubauen und diesen Wunsch bei jeder sich bietenden Gelegenheit auszudrücken. 80 Jahre nach dem armenischen Völkermord wird noch immer Rechenschaft gezogen. Als Italiener, als Erbe des Römischen Reiches, ob berechtigt oder nicht, sollte ich dafür verantwortlich gemacht werden, was der Afrikaner Scione in Karthago anrichtete. 80 Jahre, 800 Jahre oder 1800 Jahre. Das ist für mich alles dasselbe. Ich beziehe mich auf die Diaspora. Ich spreche euch auf das Folgende an. Bleibt nicht im Jahr 1915 stecken. Es gibt heute eine Wirklichkeit von Armenien. Wenn ihr an eure Herkunft, euer Volk denkt, schaut nach Wegen und unternimmt Anstrengungen, um es den beiden Völkern zu ermöglichen, zusammenzuleben, wie wir es hier tun. Bei dieser kritischen Schwelle hat jeder tief von Freundschaft und Aufrichtigkeit zu profitieren, die frei von Verleugnung und Lügen sind. Das ist es, woran wir seit Beginn der Hintergrundgeschichte Sergelin erinnern wollen.